Einen wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wobei, sehr geehrte Dame und sehr geehrter Herr. Hallo Jesse und hallo Porky McPorkson. Ich begrüße euch recht herzlich zum heutigen Samstagsabend-Stream mit Wario World. Grüezi, na? Tisch! So, das erste Level haben wir abgeschlossen, jetzt kommt das zweite Level. Schauen wir uns das mal an. Ja, es tut mir sehr leid, heute ein bisschen verspätet. Ich hatte Besuch. Wir haben einen Film geschaut und das Problem war nicht der Film, den wir geschaut haben, sondern das Problem war, dass wir dann noch... Problem. Kleines Problem. Wir haben uns ein bisschen länger unterhalten als geplant. Und ja, die Zeit ist ziemlich verflogen. Nein. Wie war euer Samstag? Da ist er ja, der Lenny Boy. Hallo Lenny. Ah. Ah. Da ist er, dicke Affe. Du hast noch einen Kuchen gemacht. Was für einen Kuchen? Einen mit Kuchengeschmack. Nein, nein, nein. Shit. Hallo, Bumpy. Kuchengeschmack, das war klar. Klingt ja fast so, als wäre ich vermisst worden. Das nicht. Keine Sorge, es vermisst dich so schnell keiner. Hallo! Knock down the fruit of the tree freaks. Careful, their fruit has thorns. Pound the ground to jostle them and then grab them. Jostle, jostle? Wie spricht man das aus? Ja, das verstehst du. Dann ist ja gut, wenn du das verstehst. Um vermisst zu werden, müsstest du schon lange weg sein. Und wie war Pumpis Pumpstag? Samstag? Ich habe mir Black Widow angesehen und ich bin extrem froh, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Jo, der ist doch, grüß dich. Schönen guten Abend, hallo, hallo an alle Beteiligten. Hast den ganzen Tag Animal Crossing gespielt? Ist das Update rausgekommen oder was? Was? Ich verstehe es nicht. Achso. Ja. Hallo? Okay, so funktioniert das. Black Widow nicht so ein Marvel-Universe Mist. Nennt's nicht Mist, aber ja, Marvel-Universe-Ding. Ja, am Donnerstag kommt das Update. Ich, ja, stimmt, das wollte ich dir zu Monster Hunter Stories wollte ich dir das schicken, aber ich habe geglaubt, dass du es eh schon gesehen hast. Da kommen jetzt einige Updates auf dich zu bei Monster Hunter Stories. Ich glaube, du hast das selber heute gefragt. Ich habe irgendwas gelesen über Updates und Animal Crossing, deswegen noch die depperte Frage. Wie einige. Naja, jetzt kommt das eine Update, dann kommt noch eins, dann kommt noch eins, dann kommt noch eins. Das sind so gestaffelte Updates für Animal Crossing, für Stories.
Ja, echt. Oh shit. Soll ich einfach alles runterhauen oder wie? Nein, soll ich nicht. Was ich nicht getan habe. Shit. Ah, das ist gut. Fick dich! Du hast den Überblick verloren. Der Tuli Patui sucks up glue globes shortly after it spits them out. Yuck, grab on quickly and use them to cross. Was auch immer das geheißen hat. Nice. Kiste? Money. Ich kann dir auch gerne die Infos rauskopieren über Stories. Über die Updates, die kommen. Oh ja, Black Widow war... Er war in Ordnung. Er hat einfach billig gemacht ausgeschaut. Storytechnisch interessant, aber halt übertriebener Action-Movie mit wenig Sinn. Also mit Übertreibungen, das meine ich nicht mit wenig Sinn, sondern mit maximalen Übertreibungen. Ah, du spuckst ihn aus und sagst ihn wieder ein, okay. Also ja, ich bin, wie gesagt, extrem froh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Was ich mir aber morgen im Kino anschaue, ist der neue James Bond, aber von dem habe ich auch gehört, dass er eher mehr schlecht als recht sein soll. Ah, gute Hitbox. Nein, das mache ich morgen. Wir müssen morgen eine halbe Stunde früher dort sein. Und da werde ich morgen gleich... den Manager verlangen. Ich bin heute nicht ins Einkaufscenter gefahren. Mein Vater hat mich vorgewarnt, dass dort eine Baustelle ist und dadurch alles katastrophal voll. Und da wollte ich mir das nicht antun, dass ich... Oh, fuck you. Ewig im Stau stehe und nur langsam vorankomme. Dafür war mir meine Zeit heute zu schade. Was gibt's hier oben? What the fuck, Alter? Achso, was ist, wenn ich den hier mache? Ah, das ist cool. Dankeschön. Heute hattest du eh nur begrenzt Zeit. Heute hatte ich wirklich begrenzt Zeit. Ich war bei den Eltern, ich war einkaufen, hab ein bisschen aufgeräumt. Und dann waren eh schon die Freunde da. Oh shit. Wow. Und gegessen habe ich heute eine große Frühlingsrolle und Makis. Oh shit, ich brauche dringend Heilung. Okay. Nochmal. Sag mal nicht bis.
Warum hast du das jetzt getriggert? Einfach weil du es gerne hörst? What the fuck ist das, Alter? Oh. Ja, ich kann nicht nach unten schauen. Das ist dumm. Ah, oh, doch, so. Ah. Das ergibt mehr Sinn. Passt. Dann lachen musst du, was witzig ist. Ach, ist es das? Oh, ich habe ihn noch gar nicht gesehen bis jetzt. Shit, wie komme ich denn da hoch? Reicht das versaut und musste beim Runterspringen irgendwie. Was ist, wenn ich eigentlich einen von euch nehme und einfach hier. Ach, komm schon! Ja, GG. Das habe ich voll verschissen. Ja. Ich glaube, sowas hätte ich machen müssen. Oder geht's jetzt? Nein! Oh, ich kann eine Säule nehmen. Halt ab. Jawohl. Perfetto. Ging sich aus. Halt ab. Oh, ich brauche hierfür meinen Steinkopf. Halt ab. Jawohl. Nice. Was does magnets do more than just get in your way, you know? Think about it. What do magnets do? You can figure this out, Wario. Wario! So, dann gehen wir hier mal weiter. Magnet. Irgendwas mit Magneten hier. Ist da unten was? Da unten gibt's doch noch was, oder? Oh shit, das sind Riesenmagneten. Das heißt, ich kann dich daher werfen. Dann hier hoch. Das ist ziemlich cool. Nein, 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 nein. Komm her. Halt ab. Fuck my life. Was sind das für Ziegenböcke? Bitch!
Oh shit. Nice, voll getroffen. Tot. Was gibt's da unten? Ich habe Angst nach unten zu gehen, weil ich glaube, dass da unten es weitergeht und oben irgendein Secret ist. Wenn es genau andersrum sein sollte, werde ich ziemlich mich verarscht fühlen. Hallo, darf ich dich hier irgendwie treffen? Danke. Junge. Bin hier nicht weit davon entfernt zu sterben. Wo sind die ganzen Knoblauchautomaten? Oh shit. Danke, endlich. Ja, da unten ist ein Secret. Das heißt, in dem Fall ist tatsächlich unten das Secret gewesen. Nein! Jo! Wow! Hallo Alex, vielen lieben Dank für gottverdammte 14 Monate! Badam bam bam. Dankeschön! Wie geht's dir, Alex? Wie ist dein Wochenende? Oder magst du heute nicht? Gut, reden nicht, aber schreiben. Wenn du nicht schreiben magst, dann lasse ich dich in Ruhe. Dann bedanke ich mich nur und bin ruhig. Nicht, dass es irgendwas ändern würde. Oh shit, da drüben. Nice. This kind of place holds many treasures. I bet the cliff bases do too. Welche cliff bases? Ich gehe einfach davon aus, dass es das war. Nachdem hier nichts mehr leuchtet, gehe ich davon aus, dass ich recht hatte. Dann drehen wir und drehen wir und drehen wir und drehen, 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 drehen und drink, drehen und drink. Ist das nicht ein cooles Ding? Wir klettern, wir klettern. Das. Dir geht's gut? Geht's dir auch wirklich gut? Oder sagst du es nur so? Oder bist du gerade raiden? Wenn du gerade raidest, also nicht reden, sondern raiden, reiten. Dann lasse ich dich in Frieden.
oder wenn du nicht Bock hast. Na, verstanden, wenn du nicht Bock hast, irgendwas zu sagen, zu schreiben. Och, leckt mich! Das ist scheiße. Dass ich schon wieder beim selben runtergefallen bin. Nice. Tschüss. Ich merke schon in den späteren Leveln. Ach nein! Oh, gut, dass ich das gesehen habe. Oh, nice. Mann, ist das nervig. Nice. Aber wir versuchen es nochmal. Das ist gut. Wir gehen aber noch runter. Hier gibt es einen Schalter. Den pinken Schalter des Todes. Irgendwo hier habe ich noch was gesehen. Warte mal, da ist ein blaues Feld, aber kein blauer Schalter. Ach, nein, 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 danke. Nein! Okay, gut. Für dich habe ich gesucht. Wo fehlt mir hier ein blauer Schalter, Alter? Gib mir Heal 1. Gib mir Heal 2. Klonk! 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 Verdammt! Das ist nicht das, was ich wollte, das wollte ich. Der Tod ist tot. Wo habe ich hier einen blauen Schalter verpasst? Da ist der blaue Schalter. Oder ein blauer Schalter zumindest. Nein, nein! Ach Gott, na. Have a rotten day. Und tschüss. Und tschüss. Alle, ja. Ja, damit kann man leben, glaube ich. Oh, fuck me. Nicht den Flugviech töten! Das Flugviech, den. Der Arsch. Tschüss. Ja, grüße nachher, Spedinja. Was geht ab?
Leck mich. Dreckige Scheißböcke. Nice. Muss ich nur noch irgendwie zurückkommen. Nein! Shit. Das war schlecht. Bin gerade von meinen... versuch gerade eine Overworld zu fixen. Frage, wessen Overworld? Shit. Ja, grüß dich, Herr Hentai. Da ihr beide gleichzeitig kommt, vermute ich mal, du willst von Hentai World die Overworld fixen. Nein. Ah, Steffi, okay. Lol, du musst erstmal Level bauen. Da bin ich noch lange nicht. Ich dachte, vielleicht hast du mit der Overworld angefangen und baust erst dann Level. Also bearbeitest du gerade Super Kröti World. Ich glaube, so war der Name. Fuck. Das ist so schwer. Yep. Hast du den Heck gesehen bei Feuchtigkeit? Streamt Moon oder was? Nein. Nice! Up ahead is a giant spider tacky colossal. Don't get stuck in the sticky spots of its web or you won't be able to jump. You can use the glue globes the monster spits out to get a closer look. Oh, use a dash attack in Tug of War. Wie komme ich da hoch? Au. Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Danke. Au, ich brauche euch. Komm her! Money. Sind das die sogenannten Glue Balls? Nein! Ich hasse es. Nice. Sieht sehr gut aus. Du meinst, mit sieht sehr gut aus, Super Kröti World. Ich hab Super Kröti World bei Hentai gesehen. Wann war das? Müsste die Woche gewesen sein. Sie meint meine Banane. Ich glaube nicht, dass Alex meine Banane meint. Angefangen damit, dass sie meine Banane nicht gesehen hat. Und ja, ich weiß, dass du einen Derp dazu gemacht hast. Ich wollte es nur mal klarstellen.
Für ein paar Tage noch getestet. Achso, stimmt, das war ja Test. Alle ab. Ich hab schon Feedback zu dem Hack von den Amis. Au. Wie fucking viel HP hat das Viech plötzlich? Ist er tot? Was K-Player kommt man einfach drüber fliegen, Herr GG. Feedbacks sind einfach Slaps. Wieso sind Feedbacks Slaps? Ich würde Feedbacks jetzt nicht prinzipiell als Slaps bezeichnen. Ein gescheites Feedback ist immer gut. Betonung auf ein gescheites Feedback halt. Sag mir nicht, dass da unten noch irgendwo... Ja, da unten ist ein Secret. Das ist der normale Weg. Das ist doch scheiße. Das hab ich voll verkackt. Oh, ein Game Boy Advance, das ist cool. Was auf die Scheiße ich. Nice. Nicht so nice. So, das heißt, irgendwas habe ich ausgelassen. Irgendein Trash habe ich vergessen. Ja, das zweite. Und das habe ich auch ausgelassen, oder was? Als wir in der Prüfung ist, hat man alles falsch gemacht. Überall F. Hast du deinen zweiten Hack eigentlich eingereicht, Alex? Hast du den Burger-Hack eingereicht oder nicht? Also hast du überhaupt einen von deinen zwei Hacks eingereicht? Also, nochmals eingereicht, meine ich, weil der erste wurde ja rejected, glaube ich, wegen irgendwas. BB. Oh mein Gott, ekelhaft.
Das ist immer in Weihnachtsstimmung, Lenny. Stimmt, dann weil Wichteln Pokémon schenken kommt, ja. Und Pumpy ist schon im Halloween-Fieber. What the fuck? Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Sag, wo kommt ihr denn her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. GG, tote Spinne. Epiluni. Wario! Ja, so schnell kann's gehen. So schnell haben wir die Spinne zerquetscht. Zerquetscht. Ich habe die nächste Orschphase meiner Verbrennung erreicht. Nämlich jetzt ist der nächste Schritt der Schmerzen dran. Ja, die Haut hier hat sich schon runtergeschält und hier hat sie angefangen sich runterzuschälen, wobei hier ist es drunter blutig. Da tut's nur weh. Da tut's nicht weh, aber da tut's schon ordentlich weh. Mir fehlt der gelbe Schalter, weil ich nicht weiß, wie ich da drüber komme. Oder? War ich da drüben? Doch, ich war schon drüben. Drüben gibt es ja keinen gelben Schalter. Wo ist der gelbe Schalter, Alter? Gelber Schalter? Guck mal ein paar Viecher aus, danke. Da gibt's ja nix. Guck noch ein paar Viecher aus. Danke. Ja, gerade am linken Handgelenk ist es gerade ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, ob das kommt, weil ich irgendwas drauf liegen habe oder ob es von der Uhr kommt, die drauf ist. Es ist halt einfach nur unangenehm. Um nicht zu sagen, es ist wasch. Weil es ist definitiv wasch. Wo ist fuck? Carmen San Diego. Wo ist Carmen San? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe am Montag Homeoffice. Und sag jetzt nicht, das ist quasi dasselbe.
Fuck. Nicht, was ich wollte. Den Tag hätten sie uns geben können, nein. Ich meine, den Tag haben sich einige freigenommen. Ich bin, glaube ich, einer der eher wenigen, die arbeitet. Ja gut, hinten die Lagerarbeiter werden wahrscheinlich eh alle arbeiten morgen. Morgen, Montag. Aber ich arbeite recht gerne an Fenstertagen. Weil... es ist nichts los. Fuck. Ich wollte nicht runterspringen. Ist da was Besonderes? Am Dienstag ist bei uns Nationalfeiertag. Dienstag habe ich frei. Was streame ich am Montag? Super Mario World? Ich verstehe es nicht. Wo ist das? Ja, wenn du am Dienstag einkaufen gehen willst, nach Österreich kannst du scheißen gehen. Anka hatte echt Spaß. Ja, das hatte sie. Und bei Wiz ist sie auch noch versumpft. Hashtag versumpft. Nein, ich meine, bei mir nicht einkaufen gehen, weil hier alle Österreicher einkaufen. Oh. Ja, Montag wird kranke Scheiße los sein beim Einkaufen wahrscheinlich. Oder die Leute sind alle auf Urlaub, weil heute war bei mir um 4:30 war bei mir der Lidl noch immer noch ziemlich voll. Also ziemlich voll im Sinne von... es gab so viel Gemüse, es gab so viel Fleisch, es ist fast nichts ausverkauft gewesen. Und das ist arg abnormal. Da unten ist der gelbe Schalter, okay. Das ist aber saudumm, dass ich von hier ganz zurückgehen muss. Das ist halt wirklich dumm gemacht. Jetzt kann ich rausgehen. Allgemein merkwürdig für den Samstag eigentlich. Ja, definitiv. Extrem merkwürdig. Ah, alright. Aber ich war auch noch viel Zeug da. Stimmt, ich habe eigentlich eine Schneelevel gehabt und jetzt plötzlich ist kein Schnee gewesen. Und hier ist jetzt Lava oder was? Seltsames Level. Seltsame Welt. Thrillsville, Red Brief Jays Show. What the fuck ist das, Alter? Warum ist hier ein mit Babyöl eingeschmierter Stier in einem... keine Ahnung, ist das ein Tanga? Ich glaube, das ist kein Tanga.
Das ist eine sehr enge Unterhose, ja. Ich verstehe nicht, was ich bei dem Bossfeld machen soll. Mit einer Menge Fantasie. Ja, da hätte ich dafür sorgen müssen, dass er mich verfehlt. Wie? Oder hätte ich den hier machen sollen? Okay, verstehe. Muss noch keine Existenzangst haben. Er macht 3 Charges. Bullshit! Warum ist dieser Boss so fucking schwer eigentlich? Also er ist nicht schwer schwer, aber geschissen. Das ist eine Lüge. Weil er mich posterotisch verwirrt. Ich glaube nicht. Es verwirrt mich aber eher, wie zum Fick man auf so einen scheiß Boss kommt. Vor allem, das ist ein fucking Nintendo Game. Aber ich bin fast tot. GG. Mit einem halben Herzen überlebt. Nice. Eine Welt bleibt noch übrig. Die Kiste geht bald auf. Jetzt kommen wir in die Freako-Magie-Welt. Ich hoffe, dass das Level cool wird.
Eine Pyramide mit einem Auge. Wir gehen in einen Hut hinein, was schon ziemlich cool ausschaut. Ich bin eine geile Sau. Oh, danke. Ah, er ist noch nicht ganz hart. Hallo Muni, danke für den Raid. Wie war Super Kröti World oder Kröti Super World oder Kröti World? Ich weiß nicht, ob es super war oder nicht. Fuck Muni. Hey, Herr Fuck Moon. Sparkland, Mirror Mansion. So heißt das, okay. Wow. Das ist eine sehr weirde Katze. Kröti World Record versuchen aufstellen. Dreams First Run 37 Minuten. Nice. Hier hoch. Nice. Knoblauch. Das ist auch gut. Da komme ich nicht drüber, aber da komme ich runter. Da, fuck, okay. Zack. Ich krieg keinen zweiten Try! Wasch. So, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß. Ich hoffe, euch allen gut. Ich gehe jetzt mit Frau auf die Couch. Jo, viel Spaß mit dir. Mit dir. Viel Spaß mit dir. Viel Spaß mit deiner Frau. Vielen Dank dir nochmal für den Raid. Mach's gut. Schönen Sonntagmorgen noch. Tschüss, Papa. Tschüss. So. Ich brauche eure Aufmerksamkeit. Kuss auf die Haselnuss. Oh. Ich rasiere sie mir extra. Du müsstest nur sagen, welche, ob die linke oder die rechte. Dann rasiere ich sie vorher. So. Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich kann solche Memory-Spiele relativ gut, aber das ist dann doch ein bisschen viel mit 10 verschiedenen. Mittig, damit beide was davon haben. Oh, du denkst an beide. Du bist so romantisch. Zack. Oh, es ist ein anderes Muster. Oh, what the fuck. Ich glaube, ich nehme davon ein Video auf. Oh, ich hab's voll versaut. Ich glaube, ich nehme davon ein Video mit Klebeband abreißen. Ich werde definitiv kein Klebeband auf meine Hoden drauf tun, Alex. Unter gar keinen Umständen. Da, Start Recording. Stop Recording. Das Spiel war für GameCube, ja. So, Videos. Nice. So, 1, 2, 3. Vier, fünf. Sechs, sieben. Acht, neun, zehn. Also ohne irgendwelche Farbkodierung oder sonst irgendwas sind solche Sachen echt asozial.
Wieso kapierst du das? Ich habe mich gefragt, warum der Pinguin da nur ein Auge hat. Welcher Pinguin? Ach so, rechts unten. Oh mein Gott. Jetzt kapiere ich, was du meinst. Dann frage ich mich echt, was Aya so abends für Schmuddelzeugs guckt. Ich glaube, Lenny, dass sie das eben nicht macht, aber dass sie das dringend machen sollte. Fuck, das tut weh. Das war definitiv nicht das, was ich machen wollte. Kann es bitte nicht die letzte Kiste sein? Es wird hundertprozentig die letzte Kiste sein. Ah, oh nein, okay. Die vorvorletzte. Tschüss. Okay, da komme ich definitiv nicht drauf. Da komme ich rauf, aber ich muss aufpassen, dass ich nicht getötet werde. Hallo? This is the Mirror Mansion. There are areas here where you have to advance using only a reflection of the mirrors. Use a C-stick and hang in there. Okay, whatever. Okay. Ich hab keine Ahnung, was das für Fickviecher sind, aber ist mir auch wurscht. Irgendeinen Grund will das Ding, dass ich auch zurück. Oh shit, was ist jetzt? Okay. Die Welt mag ich jetzt schon nicht. Danke. Alter. Das Level ist ja richtig scheiße. Wo wir gerade bei richtig scheiße waren. Och, spring doch weiter, du fettes Stück! Gib mir doch die First Frame Jumps, Mann. Er lässt mich nicht springen! Scheiße! Nein! Fuck! Ach komm schon! Spiel, leck mich! Ja, ich wurde geschlagen. Nice. Ich hab's verfehlt.
Okay. Die letzten Kreise drehen sich halt so viel schneller. Ah, ich bin unabsichtlich am linken Trigger gekommen. Immer diese einäugigen Pinguine. Bei Pinguine fällt mir ein, dass ich scheiß Prinny 2 auch noch spielen muss. Danke. Endlich. Boah. Musst du nicht? Doch, muss ich. Du hast mich dazu auch gefordert, es zu spielen, also spiele ich's. So, ich brauch dich ganz sicher. Oder auch nicht. Einmal brauch ich dich nicht. Komm ich da nicht durch? Ja. Nice. Wenn ich dich dazu auffordere, nackt aus dem siebten Stock zu springen, machst du das auch nicht. Ah, doch. Eigentlich schon. Wenn du von mir willst, dass ich unbedingt aus dem siebten Stock nackt runterspringe, dann tue ich das. What? The actual fuck ist das, Alter. Nein! Terrible progress hanging on the wall will extend their hands and try to attack you. Do you remember how to attack monsters who are above you, right? Well, nein, weiß ich nicht, wie. Ohne Witz, dieser Spiel ist irgendwie der ärgste Fiebertraum. Wer auch immer die ganzen Sachen hier erfunden hat, der muss wirklich irgendwelche heftigen Störungen gehabt haben. Nein, das war's nicht. Oh doch, das hat... Oh, was? Magst du mir bitte irgendwann auch diese Viecher wiedergeben? Danke. Oh, du bist tot, das ist gut. Das ist ein arg weirder Sliver. Kann ich euch einfach ignorieren? Ja, kann ich. Nein! Warum zum Fick vibriert mein Controller die ganze Zeit? Kannst du bitte aufhören? Dankeschön. Ja, oder was auch immer du bist mir wurscht, wir gehen hier ran. Oh, hell no. Oh, fuck me, jetzt sehe ich es gerade erst. Ich darf jetzt am meisten an der Kamera steuern, ja, scheitern. Dass ich nichts gescheit sehen kann.
Was war das gerade? Das habe ich noch nie gehabt. Gut. Dann versuchen wir es mal aus dem Winkel hier. Ab, ab. Alle ab. Das ist schlecht. Das ist gut. Sehr gut. Oh, what the fuck? Gut, dann haben wir dich hier. Das ist halt echt nicht so gut. Wobei das geht halbwegs. Betonung auf halbwegs. Ah. Ich hab's tatsächlich geschafft. Sehr gut. Da unten ist grün. Nein, da oben ist grün. Also bitte darauf klettern, danke schön. Nein, das war nicht das, was ich von dir wollte. Ich wollte, dass du den hier machst. Ob ich dich hier oben erwischen kann? Ja. What the fuck? Wenn ich raten darf, ich muss ja. Geht's ernsthaft nicht aus? So eine Scheiße, boah. Da, gib mir bitte Heals. Bin am eins. So, du verpiss dich dabei mal. Also bitte sterben, danke. Alle, ja. Noch mehr Heal. Danke, und du bist mir wurscht. Du bist mir auch wurscht. Du bist mir noch wurschter. Du bist mir am wurschtesten. Genau das will ich nämlich haben. Aus irgendeinem Grund habe ich in meinem Hoden gehabt, dass sowas kommen wird. Das war knapp. So. Oh mein Gott. Das ist gut. Okay. Fuck. Ja, nicht unbedingt, was ich wollte, aber was soll ich machen? Dankeschön. Wiedersehen. Hast du Master Luigi's Mansion 3 bekommen? Das ist richtig, ja. Das hast du bekommen. Muss ich den Scheiß machen? Ich will eigentlich nicht. Habe ich keinen Bock auf irgendwelche... Au. Super Wettbewerbe hier. Gott. Passt. Ah. Ich kann derzeit nicht aufhören, The Office zu schauen. Ich weiß nicht, wer von euch The Office geschaut hat. Es ist schwer zu schauen. Außer man schaut halt gerne solche Fremdschirm-Dinger. Aber wenn mal so kurze Parts nicht so Fremdschirm-Dinger sind, ist es schon eine saucoole Serie. Oder man schaut sich immer diese ganzen
Ausschnitte an, die die ganzen Leute machen, also die ganzen witzigen Parts, die ausgeschnitten wurden. Ich glaube, damit lässt sich gut leben, nur um das... Ah, oh, shit. Stromberg... Ja, Stromberg gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Stromberg fand ich katastrophal schlecht. Aber ja, das ist die deutsche Version von The Office. Definitiv. Some monsters can be seen only in the mirrors. View your surroundings in the mirror, then attack. Remember, the controls are reversed. Ja, danke. Oh, shit. Hi. Aber Stromberg konnte ich definitiv nicht schauen. Das ist weniger ein Fremdschirm-Faktor, als dass es ein Oh mein Gott, ist das schlecht Faktor war für mich. Aber der für mich größte... Oh, shit, okay, die gehen unter, interessant. Aber der für mich größte Faktor, The Office zu schauen, ist eigentlich, sind eigentlich so zwei, drei Mädels, die mir gut gefallen. Au. Und es in Jugendsprache zu sagen, cringe, Digga. Lass das Digger weg und ich könnte damit leben. Mit Cringe. Ich bin kein Fan vom Wort Cringe, aber wenn es passt, dann passt es halt. Aber es passt in dem Fall. Wie die fucking Faust aufs Auge. Aber Digger geht mir definitiv am Arsch. Ich bin Digger schrecklich. Digger und Bruder. Ach, leck. Oh, doppel leck mich am Arsch, du Beidelfiech, Drecks. Arsch. Musste mehr Worte der Tagesschausprecherin. Tagesschausprecherin reinbringen, wenn du dir das in der Stimme vorstellst, ist so lustig. Nein, okay. Irgendwo habe ich scheinbar einen Knopf verpasst. Oder der Knopf ist hier links, damit ich wieder nach rechts gehen muss. Ich habe zumindest den hier jetzt gefunden. Er ist tatsächlich genau hier, damit ich... Oh shit, my fucking life. Nein, ich habe nicht A gedrückt. Wo war das? Ich war gleich genau auf der anderen Seite. Ich poliere ihm die Kugel. Tschüss. Jetzt habe ich alle, oder? Nein, ich habe eins ausgelassen. Fuck. Das heißt, zwei sind es noch. Da muss ich nochmal rein hier. Oh, hi.
Nein, Moment, ich hab keins ausgelassen. Fuck. Oh, ne Moment. Hätte mich auch gewundert, eins auszulassen. Ich bin gleich tot. Wegen dir, du Ballviech. Nein, falsche Richtung. Oh shit, hi. Was? Okay. Knoblauch! Gibst du ja der scheiße Knoblauch. Also später macht man wirklich viel Kohle. Wenn man nicht die ganze Zeit sterben will. Kohle und Knofel. So, einmal noch. Zack, dankeschön. Was haben wir hier drüben? Nix. Das heißt, wir müssen runterspringen. Ja, dann springen wir runter. Da ist wieder ein Boss. Wobei ist jetzt die Frage, renne ich richtig oder renne ich falsch? Ah, okay. In seinem Kopf, in deinem Kopf ist er jetzt ein Digger, oder? Ein Digger, einer, der die ganze Zeit Digger sagt. Leck mich am Beidl. Einer noch? Jessie heute einfach mal mehr AFK, als dass sie da ist. Idea des Ass. Assi-Inge. Ich frage, was Asslinge sind. Ja, ich glaube fast, dass das der Weg weiter ist. Das wollte ich nicht. Ja, das wollte ich. Fuck my life! Nice. Jesse hat erst vor ein paar Minuten gefragt, ob es ein GameCube-Game war. Warum fragst du jetzt, ob es ein N64-Game war? Du siehst ja wohl, dass es definitiv kein N64-Game ist, oder nicht? Viel zu viele Polygone für N64. Viel zu viele Polygone Klingeltöne.
Aber du hast Mario 64 gesehen. Was sagst du jetzt, Bitch? Gibt's keine Ausreden mehr. Fuck. War das so viel schlimmer? Ja. Nein! Fuck. Nein. Ich hätte halten sollen. Ich halte die ganze Zeit meinen Stick neutral, weil ich irgendwie SMW-Physik drin habe. Nein, das war schlecht. Nice. Nein. Okay, das muss ich mit Schwung mitnehmen. Ich dachte, das ist so ein Troll, dass ich das nicht mit Schwung mitnehmen darf. Baby. Ach komm schon, ernsthaft? Wie soll ich den Schaß denn bitte timen? Fuck my life, Mann! Ich freue mich, wenn das Scheiß vorbei ist. Nein. Solange es nicht anfängt, plötzlich Milch zu geben, mache ich mir keine zu großen Sorgen. Fuck. Ich hasse diesen Part so sehr. Ich hasse diesen Part so sehr. Und ich tue leider in dem Fall nicht so, als ob er fertig wäre. Da oben ist ein fucking Secret. Für Idioten, die Stepper zum Scheißen sind. Das hab ich. Ach komm schon, das war diesmal zweit. Das war zu gut. Eleo Babe. Eleo Babe. Eleo Babe. Nein. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ach, komm schon.
Da kommt das eigentlich aus irgendeinem scheiß Meme. Oder irgendein Facebook-Video oder so irgendwie. Ah, kann ich da eigentlich eine Stampfattacke mittendrin machen? Ah, okay. Des Rätsels Losung. Das war ja ganz schlecht. Dankeschön. Ich hasse das. Ich hasse das halt legit. Schlimmer als meine ROM-Hacks? Ich habe zum Glück noch keinen einzigen ROM-Hack gemacht. Nein, das war so knapp. Bitte lass mich in. Die ich zocke, die hasse ich ja nicht, sonst würde sie ja nicht zocken. Shit. Danke. Hätte auch eher so von momentanen Schwierigkeitsgrad, das so. Ja. Ja, eh. Ja. Eh. Bin bei dem Sound jedes Mal kurz davor, JP zu begrüßen. Ja. Jesse hat sich das aber jetzt auch angewöhnt, das immer wieder zu machen. Ich weiß zwar nicht warum, aber wenn es ihr Spaß macht, soll sie es machen. Da ist die letzte Kiste. Da ist der letzte Schatz. Er hat den Sound nicht gekauft. Irgendwie schon. The mean MC inside the gold is a coward. Even if you bang up the cup he's hiding in, he won't come out. Hey, but don't give up, Warrior. He's definitely hiding inside that cup. Ja, oder? Hä? Ah, okay. Nice. Ernsthaft? Hab ich eins verpasst? Gib mir 1, 2 HP. Eins. Noch eins. Ich hab tatsächlich eins verpasst. Wo zum verfickten Fick habe ich was verpasst? Ich kann mich so gut artikulieren. Ich sollte ein Buch schreiben. What the fuck? Okay, der Boss schaut aber cool aus. Frankensteins Monster ist Zauberer. Ja.
Das ist neu. Alter. Den Boss mag ich, der ist cool. Bis auf das, das nervt. GG! Trotzdem muss ich noch mal rein, um zu schauen. Wo zum Fick habe ich so eine Klappe verpasst? Also von allen Sachen, die man so verpassen kann, aber eine ganze Klappe verpassen? Das kommt einem Depp schon ziemlich nahe, was hat er gemacht? Beautiful! Bum ba da bum dum bum ba ba bum bum. Kann ich damit beschleunigen? Wollte ich eigentlich nicht machen. Au. Das ist eine Lüge. So, welches fehlt mir? 1, 2, 3, das vierte. Ist relativ weit vorne. Dankeschön. So, das ist das erste. Das ist mir vorhin auch passiert. Nice. Euch ignoriere ich einfach eiskalt hier. Das ist dann das zweite gewesen. Wie ist das passiert? Oh, ich habe da nicht gesehen, dass es so... Eigentlich brauche ich dich nicht, aber okay. Warte, da war das Ding, das habe ich schon geholt. Das ist das dritte. So, und jetzt fehlt mir das vierte. Ab jetzt muss ich doppelt und dreifach aufpassen. Okay, ich dachte vielleicht ist da etwas, weil ich vorhin habe ich schon gesehen, dass da irgendwas ist. Dass da was sein könnte, so rum.
Aber wie man sieht, ist da doch nichts. Dass wir schauen hier einfach weiter. Nice. Oh oh. Hier komme ich ja nicht rein. Bin ganz von innen dran. Gehen wir davon aus. Jetzt wir nehmen dich hier. Und wir reiten auf dem Löwen rum, Löwen rum, Löwen rum. Warte mal, das ist nicht das vierte? Das ist das fünfte? Oder wie? Hä? Ich bin konfus. Was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Es ist und bleibt ein Rätsel. Also es ist wirklich ein Rätsel. Ich verstehe es nämlich gerade nicht ganz. Okay, wir haben es gesehen, wo es ist. Frage ist jetzt nur noch, wie wir da hinkommen. Danke. Okay. Wir schlagen dich und gehen außen rum. Ein anderes Rätsel ist, wo du dein Handy hast liegen lassen. Da kann ich dir helfen, wenn du mir einen kurzen Augenblick gibst. Da ist es. Na schau, das ist gemein. Kann ich nicht? Das ist auf lautlos, oder was? Weil ich rufe dich nämlich gerade an. Aber es bringt scheinbar nichts. Oh, wir haben sogar den einen verloren. You might find areas that appear to be dead ends up ahead, but search around. You may not be able to see a way out of it, but there should be hints in the mirror. Allzu weit weg kann es nicht sein. WhatsApp geht. Du weißt schon, dass das nichts mit der Entfernung von deinem Handy zu tun hat, oder? Aber absolut gar nichts. Dein Handy kann auch bei Sara liegen, solange es im Internet ist, funktioniert natürlich WhatsApp. Nein, es muss einfach nur eine Online-Verbindung haben. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass Sara das Handy hat. Bei Sara liegt es nicht, das kannst du nicht wissen. Es kann sein, dass sie vorbeikam und es dir genommen hat. Weil du geschimpft hast, hast du jetzt Smartphone-Verbot. Das ist eine sehr interessante Welt. Ich hab dir einfach nur das Handy nehmen würde, um die Katzen zu flauschen. Zack.
Tack. Das ist weird, aber cool. Ich habe sie gerade angerufen und da sie es nicht gehört hat, ich einfach mal davon aus, dass es so nicht funktioniert. Fuck. Oh, das ist sneaky. The big scorpions are so annoying when they burn the sand. I hate those things. Use a ground pound to move. Ah, ich geb's hin. Oh wow, das heißt, ich muss tatsächlich den hier machen, damit ich ganz oben bin. Ich verstehe. Rot. Nummer 1. Da ist nix, da ist nix. Ich habe das Gefühl, dass es hier nochmal weitergeht. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Und zwar... Da komme ich nicht hoch. Okay, interessant. Also ich komme nur hier hoch, oder was? App, app, app. Dann gehen wir hier ran. Was bringt mir das, außer nix? Wie hat das jetzt funktioniert? Der untere Block hat den gepusht, ja. Okay, das heißt, wenn ich hier einen drin habe und dich hier drauf hau, bist du nach oben gepusht? Nein, bist du nicht. Wie habe ich den einen nach oben gepusht hier? Ah. Wait a second. Dankeschön, das heißt, wenn ich den jetzt mache. Verstehen tue ich es nicht, aber macht nichts. The stone core section in front of the ladder is made up of three blocks that contain its eyes, nose, mouth and a weak spot. To destroy it, strike its weak point and topple all of its block, crash down it. Abrapa. Zum Glück muss ich es nicht verstehen. Yep.
Das gab es, Lenny. Auf was du alles kommst, unglaublich. Naja, Donkey Konga, dafür gab es Bongo Bongs. Das ist das bis jetzt offenste Level, das ich hatte. Nein, nicht schon wieder diese Blöcke. Könnt ihr mich einfach in Ruhe lassen mit diesen scheiß Blöcken? Ich kapiere die nicht. Jemand hat mit den Dingern sogar Zelda Breath of the Wild gespielt, habe ich gelesen. Ja, das ist, damit machen sie sich Challenges. Mit solchen Geschichten. Was passiert, wenn ich den hier mache? Definitiv nichts Gutes. Fuck. Was? Also hundertprozentig verstehen tue ich das nicht. Was heißt hundertprozentig verstehe ich es nicht? Ich verstehe es nicht einmal zu 50%. Ich kann es nicht schlagen, damit ich direkt mitfliege, und ich müsste vor allem noch. Muss ich höher? Ich glaube nicht, das geht sich schon aus. Das ist nicht das, was ich wollte. Ich muss es hinkriegen, dass ich hier einen der Blöcke habe. Müsste ich zwei Blöcke rüberbringen, was sich halt hier beim besten Willen, so wie es derzeit ist, nicht ausgeht. Wenn ich dich jetzt nach links haue, dann geht das nicht. Wenn ich dich darüber haue, geht das nicht. Was ist, wenn ich dich jetzt so daher haue, dann passiert genau der Scheiß, dass du wieder da landest und das war's. Oh shit! Wodurch du wiederum hier bist und wodurch ihr dann wiederum da seid,
Und hey, immerhin habe ich jetzt einen hinbekommen, dass er sich hin und her bewegt. Was mir aber genau nichts bringt. What the fuck sind diese Rätsel, Alter? Wenn ich dich darüber schicke, machst du Boing und du kommst wieder zurück. Glaube ich. Wenn ich dich darüber schicke, passiert es genauso nur in die Richtung. Wenn ich dich schicke. Verstehe es nicht. Weder, keine Ahnung. Außer. Habe ich es irgendwie. Wenn ich dich jetzt runterhau, dann. Warte mal, was ist, wenn ich den hier mache? Und dann den hier mache? Und dann den hier mache? Dann fliegst du trotzdem zurück. So eine Scheiße. Was aber, wenn ich das nutze und stattdessen. Nein, das geht nicht. Ja, dann passiert genau das und ich bin schon wieder am Ausgangspunkt. Bin ich so behindert oder ist das wirklich so schwer? Ich kann von unten nicht nach oben hauen, bringt mir nichts. Ich kann auch keinen Groundpod machen, das bringt mir nichts. Warum ist da ein Einzelner und da sind zwei und zwei? Wenn ich den Einzelnen daher hau, dann wird das zurückgebounced und ich habe schon wieder einen Arsch-Ausgangspunkt, glaube ich. Außer. Nein, da würde auch da stehen bleiben, die in der Mitte sind, ein bisschen weiter nach vorne. Wenn ich dich um eins rüber verschiebe. Bringt das nichts, weil dann bist du da und dann komme ich dich nicht mehr ran. Ich glaube fast, dass ich mit dir irgendwas machen muss. Aber du bleibst da halt nicht stehen. Da bist du hier dran. Wenn ich dich rüber schicke. Wenn ich dich rüber schicke, dann haut das an die Wand. Du bleibst stehen. Den hier müsste es dann auch darüber hauen, theoretisch. Und dann ist der dort an der Wand. Dann hau ich da an dich dran. Nicht einmal. Was mache ich mit dieser Konstellation? Wenn ich dich jetzt nochmal darüber haue, dann bounce du weg. Wenn ich dich jetzt darüber haue, dann bist du an der Wand und dann kann ich nichts mit dir machen. Bei dir das absolut selber. Außer, dass ich eventuell, wenn beide an der Wand sind, einer davon dann rüber gefetzt wird, was mir aber auch genau nichts bringt.
Was ist, wenn ich dich hier darüber fetze? Wenn ich dich darüber fetze, dann fetzt dich darüber und dann bist du gelockt. Punkt, fertig, aus. Wenn ich darüber fetze, dann kann ich dich hier darüber bouncen. Was mir aber auch nichts bringt, weil dann bist du gelockt. Außer... Wait a second, wenn ich den hier mache und ich mache den hier und ich mache den hier, habe ich aber das Problem, dass er wieder zurückgefetzt wird, oder? Ja. Wie sieht das aus? Fuck. Nein! Das könnte sich ausgehen. Aus irgendeinem Grund glaube ich nicht, dass das alles ist. Nein! Dieses gottverdammte Momentum in dem Spiel, das ist so schwer. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht das Rätsels Lösung ist, aber es ist meine Lösung, die ich gerade hinbekommen habe. Fuck. Fettes Stück Scheiße, springen. Kacke. Ich werde noch hundertprozentig aufs Trampolin kommen. Greif doch hin! Mann, zieh dich doch hoch! Das war eher geschissen. Hab ich nämlich das getroffen und alle Eventualitäten damit gebrochen. Mist. Oder dann müsste ich denke, ich mache nur ausklinken auf den blonden Abend. Yo, Lenny, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Pass auf dich auf. Hab einen schönen Sonntag. Und man sieht sich dann am. Wahrscheinlich am Montag dann. Warum vibrierst du Mongo gerade? Also bitte aufhören zu vibrieren. Danke. Danke. Nein. Muss ich noch früher springen? Jawohl! Was, das gibt's nicht mehr hier? Okay, gut. Alle fucking Luja. Das hat auch ewig gedauert. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es hinbekommen habe, aber... Oh, gut, dass ich hierher gekommen bin, ohne zu wissen, dass ich hierher muss. Da komme ich scheinbar nicht hoch. Oh, da bin ich jetzt. Nein, nein, nein. Ich brauche grün. Die Kamerasteuerung finde ich aber immer noch seltsam. Dass ich an manchen Stellen einfach... nicht die Kamera bewegen kann, sondern nur scrollen kann. Hat seine Vor- und Nachteile.
Nachteil ist, es ist ein 3D-Game und ich möchte irgendwo anders hinschauen als nur nach vorne. Da unten war ich scheinbar schon. Ah. Damit seid ihr mir wurscht. Gelb. Da ist der grüne Schalter. Wo bin ich jetzt eigentlich? Ah, ich bin am Anfang gleich. Ah, der ist gar nicht so schlecht versteckt. Den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Nein, da war ich noch gar nicht. Danke. Blink, 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 blink. Du sollst... Wow, danke. Danke. Have a rotten day. Tschüss. Tot? Tot. Tot. Da gibt's eine Kiste, da oben gibt's eine Kiste. Das ist nämlich die grüne Kiste, das heißt, das brauche ich dringend. Also das ist definitiv soweit die Dampfstrichen offenste Welt, das offenste Level. Weil hier die Sachen zu finden, das ist echt... Nein, ein Kampf jetzt nicht, aber... nichts Einfaches. Okay, darum kann ich mich scheinbar nicht festhalten. Oh, da ist der gelbe Schalter. Gut, dass ich hergekommen bin. Das war natürlich absolute Absicht. Tschüss. Tschüss. Gelb war doch hier gerade irgendwo. Gelb müsste... da gewesen sein. Das ist gut. So, wo muss ich jetzt weiter? Das Level verwirrt mich. Okay, da nach oben geht's nicht. Das heißt, ich muss tatsächlich darüber. Ich aber nicht weiterkomme. Hä? Ich wollte nicht da runter. Besonders nicht, weil das nervt. Nice. Tschüss. Au. Da war ich ja schon. Hier kann ich aber runterspringen. Nein, 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 nicht. War das nicht ein Boss? In einer Welt war das definitiv ein Boss. Getötet! Krieg ich jetzt irgendwas? Nein? Das ist ziemlich gemein. Soll ich bitte nach oben befördern? Dankeschön. Ah, hier muss ich nach links. Okay, ich sehe schon.
Kann ich nämlich hier nach oben dich machen. Da oben ist ein Purple-Schalter. Oh no, nicht schon wieder. It goes without saying that laser used by the laser jigglefish is dangerous. Try circling it, then dropping from above. Das sollte ja wohl kein Problem sein, wenn ich genau den hier mache und dann gehittet werde, damit ich wieder resetten darf. So eine Scheiße, boah. Komm schon. Da ist Tap und sofort runterspringen. Sofort darüber springen. Drüber springen. Gib her. War's das? Sonst nichts mehr? Ich gehe aber stark davon aus, dass es nichts mehr ist, oder? Oder? Doch, da oben ist was. Ich wusste, dass da noch was ist. Ein HP-Ding ist da oben, aber dafür musste ich. Ja. Es wird ein Trickshot werden. Wobei es könnte sein, dass ich sterbe. Oh, never mind. Da ist nichts. Das war nur. Wow. Ich gebe mir nicht Geld, gib mir. War nur für Münzen. Ich glaube, dass dieses HP-Ding da oben ist, aber es waren tatsächlich nur Münzen. Gibt's irgendwas? Nach unten gibt es nur den Tod. Der Weg ist hier auch, aber da hinten gibt es. Oh, erstens bräuchte ich. Dann Schalter. Und den anderen Schalter brauche ich auch noch. So funktioniert das nicht. Das heißt, ich muss den tatsächlich wie ein normaler Mensch drücken. Halt ab, halt ab. Ab. Perfekt, so, was habe ich hier irgendwo gesehen? Achso, sind nur die grünen Fußstapfen, die ich gesehen habe. So, lass mich mal schauen, was es hier gibt. Aha! Gib mir mal den Kopf. Bitte nicht schon wieder diese Blöcke, bitte alles nur nicht diese Blöcke. Ah, okay, ist das da. Damit kann ich, ich glaube, halbwegs leben. Ah, die Kugel bewegt sich auf mich zu. Siehst du, das habe ich gar nicht gesehen. Dass sich die Kugeln oben bewegen. Sobald Jesse diesen Sound abspielt, heißt das, dass hier langweilig ist. Ach, leck mich. Bin nur müde. Das ist was ganz was Neues. Dann solltest du schlafen gehen. Nein, du gehst nicht schlafen. Ach komm schon. Haben die Stacheldinger einen Namen? Die heißen Jesse's Popo Pizza. Fuck. Ich glaube, dass in Wadeworld die meisten Dinge keinen Namen haben. Oder sie haben schon Namen, aber mir absolut unbekannte Namen. Ich würde sie Spiky Bally nennen. Ich hasse sie. Der Name ist viel zu lang. In der Mario-Welt gibt es schon sehr lange Namen. Verdammt. Bekommt er noch so einen Schwachsinn? Ich?
What? Oh, hell no. Was soll die Scheiße? Ernsthaft? Ja, ich stimme dir zu. Wer kommt auf so einen Schwachfug? Schwachsinn, Entschuldigung. Wer auch immer auf dieses Level gekommen, auf diese Challenge gekommen ist, der gehört geschlagen. Ich kann halt nicht einschätzen, wann Wario stehen bleiben kann und wann nicht. Weil manchmal kann er auf der ärgsten Schrägen des Ultratrudes stehen bleiben und manchmal geht's einfach nicht. Ja! Du musst deine Wadeschuhe anziehen, dann fühlst du es in deinen Jellies. Was sind meine Jellies? Nennst du meine Eier jetzt Jellies? Warum nennst du meine Eier Jellies? Na, Alter. Wo hast du mich jetzt hingeschleudert? Nein, nein, komm schon, danke. What the fuck bist du für eine Scheiße? Tot? Du bist tot. Gut. Das war ein Zitat aus Detective Mistress. Okay. Wenn ich heute Nacht Albträume habe, ist es Nasen-Alien schuld dran. Immer haben alle anderen Schuld dran an deinen Albträumen und deinen... Nein, 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 nein. An deinen Problemen. Nie bist du schuld. Wo war nochmal die grüne Kiste? Ich weiß, dass ich sie hier irgendwo gesehen habe. Zur Abwechslung habe ich mal keine Schuld. Da ist es. Ich wüsste nicht, dass ich jemals Schuld an deinen Albträumen hatte. Ich verstehe das Ding nicht, aber ich glaube, das muss ich auch nicht verstehen. Damit, Hashtag Wurscht. Oh, nice. Kann ich einfach eine Minute irgendwo stehen? Kann ich mich da hoch? Jawohl. Hatte ich mal. Inwiefern hatte ich Schuld an deinen Albträumen? Erklär es mir.
weil du in meinem Traum was Böses getan hast. Und daran bin ich schuld. Ich bin schuld, wenn ich in deinem Traum was Böses mache. Okay. Da. Nein, nicht ich habe es getan. Deine Vorstellung von mir hat das getan. Wo ist der? In irgendeiner dieser Säulen? Nein. Achso, da oben ist er. Hallo. The iron side at the goal up ahead spins around while spewing flames. When flames close in, look for some sand. Use the ground pound to go underground. Ah, shit, okay, das ist ein guter Tipp. Ah, das ist ein echt guter Tipp. Dann gibst du der Vorstellung von mir die Schuld. Ich glaube, das nennt man Frauenlogik. Was? Ah, ich glaube zu meinen, dass ich weiß, was das Spiel von mir will. Oder auch nicht. Ah, der springt doch. Darf ich es so nennen? Darf ich es wirklich so nennen? Danke, dass ich es darf. Genauso wie diese super geilen Fragen. Wenn ich ein Toaster wäre, würdest du mich trotzdem noch lieben? Da. Wer fragt sowas? Es gibt welche, die sowas fragen. Nein, da ist ein... Das würde ich dich noch mal lieben. Ich hasse es, dass mein Controller manchmal so komplett random rumvibriert wie ein Mongo. Danke. Kannst du bitte aufhören? Danke! Magst war das Geräusche? Ich glaube, er mag auch seine Geräusche. Shit. Wow, first try. Have a rotten day.
Einer der besten Sprüche überhaupt. Komm ich da hoch? Nein, das ist ein Secret. Have a rotten day. Er wünscht dir einen verdorbenen Tag. Was? Machst du gerade einen auf Alex oder was ist los? Das gab's nicht früher, das gibt es immer noch. Ich verstehe nicht, was das Spiel von mir will. Wieso das denn? Aber ich muss hier nachschauen, was man überhaupt tun soll. Ich verstehe es nicht. Es ist leider Sparkland. Sparkland. Pecan Sands. Sandblock Puzzle Solution. One of them. Das ist mir wurscht. War ich schon gelöst, ohne zu wissen, wie man es löst. Sag mir lieber, was ich zum Fick hier tun soll. Finden würde. Aber ich nähere mich dem Ganzen. Was ist das da? Ah, das ist gleich das da. This is a nice break from the past few tough platforming puzzles. You need to corkscrew conk. Und the marshmallow about to hit the switch. This isn't as easy as it sounds because the marshmallow disappears about a second after you touch it. The moment you touch the marshmallow block, you need to dash attack and then almost immediately hit A to corkscrew in time. Once it's done, the spike balls on the ladders will move up and down. Climb the way. Okay, dann ist es tatsächlich genau das, was ich gemacht habe. Und welches ist dein Lieblings, eins deiner Lieblingslieder? Nein. 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 Firefly von Our City. Das ist ein schönes Lied. Das ist tatsächlich ein schönes Lied. Oh, das war super knapp. Nein. Ach komm schon!
Die 10 Million Fireflies. Und irgendwas mit Fell Asleep. Das ist schon ein uraltes. Schon ein uraltes Lied. Nein. Nein. Es nervt. Das nervt halt richtig hart. Nein. 12 Millionen. What the fuck? 12 Jahre alt, also. Ich hab voll die gute Idee. Gute Nacht, Bumpy. Danke fürs dabei sein. Mach's gut. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Baba. Das ging sich nicht aus. Du sollst ihr Handy zurückgeben. Was ist daran so schwer? Es ist unfair, dass du einfach hinkommst und ihr Handy wegnimmst. Du wirst nächste Woche wahrscheinlich nicht da sein. Dann bis übernächste Woche. Danke. Alter Verwalter. Wohin geht's nächste Woche? Lululu. Das heißt, du wirst wieder saufen. Ah ja, Halloween feiern. Gib mir Knoblauch. Gib mir nochmal Knoblauch. Knoblauch! 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 Danke! So, irgendwo gibt es hier Violett. Mehr sagen wir, dass die Babys danach weg sind. Hashtag Babyklauerin. Hashtag Entführerin. Oh shit. Das ist wirklich shit. Also ich muss. Dich hierher nehmen und alle ab. Dankeschön. Ob du mir das Herz brechen würdest. Für Katzen? Ich glaube schon, dass sie das machen würde. Sogar öfter als einmal. Wo höre ich den? Ja, hier unten bringt es mir nichts zusammen, weil hier nichts ist.
Oh, holy fuck. Wie soll ich denn den Sprung machen? Das war so klar, dass das passieren wird. Veronika, bei dir würde ich das machen, bei Jesse nicht. Was würdest du bei mir machen? Mir meine Katzenbabys stehlen? Das würdest du nicht schaffen, ich würde sie dir hinterher werfen. Mein Herz brechen? Achso, pff. Das ist mir wurscht. Das Viech ist eh schon so hin. Einmal mehr oder weniger ist auch schon wurscht. Das war jetzt nicht das Besteste ever, aber was soll's. Gute Nacht! Kann ich dieses Viech irgendwo finden, dass es mir nicht mehr am Arsch geht? Warum habe ich das Gefühl, dass das Viech da drüben ist und ich weiß nicht, wie ich da rüber komme? Da ist nur eine Münze. Die Münze ist mir vollkommen wurscht. Ich glaube, ich sehe schon, wie ich da rüber komme. Dafür muss ich gleich an den Anfang. Oder ich muss einfach hier entlang. Es trifft es eher. Und das ist der Start, der Anfang. Alter Verwalter. Also. Wir haben echt fürs letzte Level an der Schwierigkeit aufgedreht. Das ist abnormal. Ja, na, Alter. Ernsthaft? Alter. Okay, das macht also so einen ganz kurzen Stopp nur. Schnell darüber. Wir springen schnell darüber. Was gibt's da drüben? Da drüben gibt's gleich den richtigen Weg. Der Weg hier führt wahrscheinlich auch wohin. Aber ich nehme mir dann halt den Weg vor. Oh, hell no. Endlich. Der Scheiß, der mir nicht mehr am Arsch geht. And the last Sprightling Prisoner.
There are 40 of us all together, you know? How many did you save? Jemand sagt davon, dass ich 40 gerettet habe. Yay! Damit habe ich es abgeschlossen. Knoblauch, Knoblauch, bring dein Unterleib in Schwung. Knoblauch, Knoblauch, mach die Alten wieder jung. Ich habe auch gehört, dass Knoblauch den Sex-Drive erhöht. Oder so irgendwie in die Richtung. Das war scheinbar der letzte. Wo bin ich hier? War ich scheinbar schon. Also nicht den Drive, sondern... Ich habe es falsch betont, es tut mir sehr leid. Mir fehlen zwei Kisten. Da unten war ich schon. Wait, what? Oh, hi. Achso, muss ich hier nach oben irgendwo? Nein. Ah, ich brauch euch. Leck mich. Dafür seid ihr so gut. Nein! Nein. Och nein. Nein, das ist zu hoch. Eine Kiste. Zweite Kiste, damit habe ich alle Kisten. GameCube! Oh! Nur noch Boss! Wir haben es geschafft! Aber bevor wir zum Boss können, müssen wir erst einmal den hier kaputt machen. Mario, bitte, danke. Ja, GG. Das ist deine Amt, das ist nicht gut. Mach ich. Ich glaube nicht, dass es dir leid tut, sondern nicht. Warum soll es mir leid tun, dass ich ein Lied, das ich nicht kenne, falsch betone? Das Level ist verwirrend, aber cool. Aber es hat mir ganz gut gefallen. Das hat mir wesentlich besser gefallen als das vorherige. Das vorherige Level war einfach nur scheiße. What the fuck? Oh, schau, wieder mal ein Boss mit Kopf und zwei Händen. Wenn ich raten dürfte, ja. GG. Klonk! Klonk. Klonk. Okay, der Boss ist sau einfach. Das war ja scheiße. Ich hätte mich eingraben können sollen dürfen.
Hätte mich eingaben sollen dürfen. Das ist schlecht gewesen. Wie hast du den verfehlt? Ich hab zu früh geschrien, dass der ein Boss einfach ist. Mir kommen die Hände halt andauernd dazwischen. Ja, ich werde sterben. Danke. GG. Booyakasha. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, hast du mir mal erzählt, dass du mit deiner Mama in Tanz der Vampire warst. Nein, mein Bruder war in Tanz der Vampire, nicht ich. Mein Bruder hat dir Karten geschenkt für Tanz der Vampire, beziehungsweise haben sie sich gemeinsam angeschaut. Ich habe mir Der Zauberer von Oz mit dir angeschaut. Ich bin ein Idiot. Here we go! Das ist nichts Neues. Nice. Es ist nichts Neues. Holy shit, der schaut cool aus. What the fuck? Nein, das funktioniert so nicht. Hä? Achso, ich soll hier runtergehen. Jetzt kapier ich's. Nein! Du sollst nicht ins Wasser fallen, du Idiot! Hallo! Das erklärt zumindest, dass okay, das heißt, dort, wo ich dachte, dass der Safe Point ist, ist alles andere als der Safe Point. Was auch immer das für komische Monde sind. Der Pirat schaut cool aus, der gefällt mir. Also rein optisch. Oh shit, der hat mich voll reingelegt. Bin schon wieder ins Wasser gefallen. Oh wow. Ich verstehe es nicht.
Das war arschknapp, einfach weil der Chassis nicht funktioniert hat. Ah. Aua. Wow. Au. So schießt du das tatsächlich nur rüber, wenn ich drüben bin, oder was? Ja. So dumm. Ich werde noch einmal sterben, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Dass sich der Schaß nicht ausgeht. Oh doch, es geht sie! Oh, ist es vorhin tatsächlich einfach nur in der Luft mittendrin ausgegangen, oder was? Also ausgegangen im Sinne von, dass es plötzlich weg war. Nice. Der Bossfight ist cool. Der Bossfight kann was. Hä? Bullshit! Das ist eine Verarschung. Das ist halt legit eine schlechte Verarschung. Alle up! GG! Nice! Ja, alright. Und das Siegel ist gebrochen. Mit einem Pterodactyl oder so. Warum auch immer mein Controller gerade wie behindert vibriert. Oh shit. Ist das jetzt noch eine ganze Welt oder ist das ein Bossfight jetzt noch? Das sind Bossfights, okay. Ja, das ist eher geschissen. Oh cool! Regenbogenfarben. Ja, das ist auch wieder eher Arsch. Ja, oi da! Haha. Shit, ich hätte durchgehen sollen.
der letzte? Ja. Oh, ich kann da reinrennen. Mir war nicht bewusst, dass ich hier reinrennen kann. Weiter! Mich verwaschen? Wow. Ja, diese Flammen sind halt scheiße, wenn man es nicht sieht, wo sie gerade rumrennen. Ich gehe stark davon aus, es wird mehrere Phasen von dem Fight geben. Nicht, dass es immer die ganze Zeit dasselbe ist. Komm schon, geh aus. Geh doch aus! Oh, es ist urgescheit von mir, dass ich ganz außen rumlaufe. Weil dann geht es sich nämlich aus, dass ich ihm da ausweiche. Es ist halt legit wirklich die ganze Zeit dasselbe. Immerhin spielt die Kamera halbwegs gut mit. Ja, da habe ich jetzt nicht viel Platz. Spring doch, Wario! Fettes Stück Scheiße! Letzte? Ja. Gibt es einen Phasenwechsel jetzt nach 50%? Nope. Das geht sich nicht aus. Feuer. Shit. Ja, komm, leck mich. Nein! Arschloch. Also bitte den kleinen Ficker treffen, dankeschön. Alle, jopp. Ja, komm. Tschüss. Ernsthaft, das ist der ganze Bossfight. Das ist schon arg enttäuschend. Ich sage arg enttäuschend, dann meine ich wirklich arg enttäuschend. Ah, es ging sich ums Arschlecken nicht aus. Ich meine, wenn sie das als Bossfight machen, ist okay, aber dass sie eben dann halt doppelte HP unnötigerweise geben, im Gegensatz zu allen anderen Bossen, ist halt unnötig. Erinnert irgendwie ein bisschen an Gruntilda mit den kleinen Viechern, mit den Jinjos. Ja, tatsächlich einfach straight up denselben Schaß immer und immer wieder machen. Jetzt kommen Flammen.
Und das war's. Und GG. Spiel durchgespielt. I win. You did it. You defeated the evil monster. Everything will be alright now. All the evil monsters. Mario, we are safe. Thank you. The evil black jewel has been smashed to powder. The monsters won't come back now, but even if they do, I think we can handle them. As a reward, we're going to rebuild your ruined castle. We Spritelings aren't that strong, so without a lot of us at all, we can rebuild your castle right. But we'll do our best with what we have. Here goes. Ich jetzt ein ganzes Castle, weil ich alle 40 gerettet habe. Das ist ein wirklich weirdes Game. Ja. 4 von 10? Ich glaube, mit 4 von 10 kommt man gut hin. Ich gebe ihm 5 von 10. Einen Punkt kann ich für Wario-Style geben. Also, Wario-isch ist es schon sehr, das Game. Aber irgendwie haben sie einfach irgendwelche random Ideen, gefühlt aus allen möglichen Spielen, die übrig geblieben sind, zusammengewürfelt und das Spiel ausgemacht. Ja, Satoru Iwata. Treasure Video Games Nintendo. Ah, die Musik ist auf jeden Fall gut. That's it. That's the stuff. Now, that's the kind of palace place a guy like me deserves. Das war meine 100% Belohnung, I guess. Ja, das war's. Congratulations! Ich muss schon sagen, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Bin wirklich ein bisschen enttäuscht. Er hat auf W wie Wumbo gestellt.
Ja, das war's. Kapiert? Wars, weil Wario. Nein? Nicht? Okay. Ja, kann man nichts machen. So. Dann kommen wir auch noch zum schlussendlichen Schlussende. Wo ich sage, danke fürs dabei sein. Weiteres Spiel abgeschlossen. Ab nächster Woche gibt es Wario Land Shake Dimension. Ja. Wario Land The Shake Dimension. Für die Wii. Da muss ich mich noch dran erinnern, dass ich mich hinsetze und den Wii-Controller per Bluetooth teste mit Dolphin. Das noch nicht ausprobiert. Schöne gute Nacht, einen schönen Sonntag, macht es gut, passt auf euch auf, bis Montag. Peace out.